Wir machen einen 10.000 Euro Heidensieg im Spieleparadies! Lukas! Ja. Ey, Junge, ich hör dich, Alter! Oh mein Gott! Warte mal, setzt er gerade eine Drohne ein? Der cheatet doch voll, Leute! Hey, das ist doch Martin! Oh mein Gott, Digga! Auf die Eins, pack die Pommes in den Burger rein. McDonald's geht zu jeder Zeit. Burger Pommes auf die Eins. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, und ihr seht schon, wir sind heute Nacht in einem XXL-Spieleparadies und zwar im Dschungelcamp in Bürstadt. Ich sitze jetzt mal gerade hier eingeblendet. Erstmal vielen, vielen Dank, dass wir hier natürlich drehen dürfen. Und wir haben heute auf jeden Fall 10.000 Euro am Start und richtig viele Teilnehmer, die heute dabei sind. Einmal Marvin, was geht, Junge? Was geht, Leute? Lasch die Burger-Pommes in die Kommentare. Kauft am 9. den Merch. Dann haben wir einmal Leontin. Und Kick Crimex. Was geht ab? Leute, und Lukas auch am Start. Moin, moin. Moin, moin. Also Leute, die üblichen Verdächtigen sind auf jeden Fall am Start. Und ich würde sagen, ihr habt gleich 30 Sekunden Zeit, euch zu verstecken. Der, den ich als allerletztes finde, kriegt auf jeden Fall die 10.000 Euro. Und Leute, weil ja am 9.3. um 10 Uhr der neue Burger Pommes und Paulberger Merch rauskommt auf lukasbs.de. Streng limitiert, Leute. Wir haben einmal hier Burger Pommes Song CD am Start, Leute. Dann einmal Burger die Pommes Autogrammkarte von Marvin, iCrimex und mir. Und... Leute, hey, die stimmt, ja dabei. Die von Max höchstpersönlich. Und wir haben auf jeden Fall auch ein goldenes Ticket für eine Person. Und ich werde heute im Video auch ein goldenes Ticket für euch haben, Jungs. Und zwar, ich werde jetzt gleich dieses goldene Ticket irgendwo hier im Spieleparadies verstecken. Und der, der es von euch findet, der kriegt ein Extra-Leben. Das ist krass. Das ist krass, ne? Leute, ich würde sagen, ich verstecke jetzt erstmal schnell das Ticket und dann geht's gleich los. So, einmal alle Augen zu hier, ne? Ich verstecke jetzt auf jeden Fall mal schnell das goldene Ticket hier, Leute. Und zwar, ich glaube, das ist richtig gut, wenn wir das hier verstecken in diesem Kinderland, Leute. Dann ist der Eingang einfach im Bällebad, Bro. Das ist so gut, das Versteck. Also hier unten kommt das hin. So, Leute, ich denke, man sieht das echt sehr, sehr schlecht. Bin mal gespannt, ob es einer findet. Und jetzt kann es auf jeden Fall losgehen, Leute. Freut euch alle auf den Song. Diesen Samstag, 10 Uhr, wird der krasseste Song aller Zeiten. Okay, ihr dürft euch verstecken in 3, 2, 1, let's go! Okay, Leute, jetzt verstecken sich auf jeden Fall die anderen. Ich habe jetzt hier erstmal die Kamera einmal hingelegt, Leute. Das Geld ist natürlich auch hier. Und ich bin mal richtig, richtig gespannt, wie die Verstecke heute sein werden von den allen. Let's go! Okay, Leute, es geht los. Es geht um 10.000 Euro. Wir brauchen natürlich wie immer ein krasses Versteck. Und Leute, ihr wisst ja, Hide and Seek Meister iCrimex ist natürlich wieder back. Let's go! Okay, Leute, als allererstes werde ich erstmal das goldene Ticket finden, dass ich noch einen Joker habe. So. Hier. Nee, auch nicht. So, Leute. Ich gehe jetzt erst um mich verstecken. Ich weiß noch gar nicht, wo ich genau hingehen soll. Ich muss mal schauen. Ich bin wieder überfordert, Mann. Ich glaube, ich gehe mal da rein. Es ist ein ultra krasses Spieleparadies. Hier gibt es sogar so Wildtiere, alles mögliche, Leute. Freefall Tower und so weiter. Ey, es wird richtig krass. Kommt ihr auf jeden Fall auch alle mal vorbei. Wie gesagt, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Dschungelcamp. Okay, Leute. Hier rein, weil da war ich auch noch nie. Kommt hier gerne alle vorbei. Das ist so krass. Da drin könnte man sich vielleicht verstecken. Hier gibt es so ein paar heftige Dschungelverstecke. Ey, yo, was geht? Ey, ich habe eine richtig krasse Idee. Leute, ich laufe einfach auf Toilette. Ich gehe auf Toilette. Oh! Löwe, Digga! Oh, was macht der denn hier? Bro! Da vorne zählt Lukas. Ich glaube, ich verziehe mich lieber. Das hier sieht schon mal gut aus. Ich glaube, so schnell kommt er hier nicht rein. Also, lass noch mal so 10 bis 20 Sekunden Zeit und dann schauen wir mal. Boah, wir könnten da oben in den Tower reingehen. Das wäre natürlich auch richtig heftig. Aber ich bin noch ein bisschen unentschlossen, weil ich mache hier natürlich keine Noob-Verstecke. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt erstmal hier so ein bisschen durch und... Guck mal, wer da kommt. Ey, Digga! Ey, verrat mich aber nicht, gell? So, ich verstecke mich hier. Findet einen Song im Windelraum. Ach Mann, jetzt muss ich auch noch da hin. Okay. 10, 9, 8. Oh, Leute, er zählt schon runter, er zählt schon runter.
Ey, ich muss jetzt hier reingehen. Ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wir sind jetzt einfach hier hinter so einer Bank, Leute. Okay. Ey, das Versteck ist irgendwie simpel, aber manchmal sind die einfachen Verstecke ja die besten. Ihr wisst ja, Leute, wie das läuft. Okay. So. Alter! Oh mein Gott. Alter, das ist so riesig. Ich pack euch jetzt hier hin. Könnt ihr mich gleich wieder sehen, wenn ich Pipi machen war. So, bis gleich. Okay, Lukas macht gerade einen Countdown. 7 Sekunden. Okay. 1 und los geht's, Leute. Okay. Oh oh. Oh oh, Leute, er läuft da schon am Vulkan rum. Oh oh. Oh mein Gott. Und schreibt mal in die Kommentare, wer denkt, ihr wird gewinnen. So. Zack. Oh. Hat das gut getan. Ich muss ganz dringend, zeige ich euch. Mein Gott, da ist er. Ich will ja nicht direkt von Anfang an erwischt werden. Ich sehe niemanden, Bro. Okay, jetzt bin ich mal richtig gespannt. Wir haben hier diesen Vulkan, Leute. Und ich kann mir auch vorstellen, das wäre ein bisschen fies, wenn einer von den Paulbergern hier auf jeden Fall nach oben geklettert ist. Weil ich komme da mit meinem Knie nicht so gut hoch. Und oh, Alter, Leute, hier ist der Freefall Tower. Hochspannung, Vorsicht, Lebensgefahr, Leute. Also entweder ich bin der Erste, der rausfliegt, oder ich bin der Letzte, der rausfliegt. Ich finde, ey, Digga, hier ist einfach so ein Stuhl. Ich kann hier einfach die ganze Zeit bewachen. Der ist einfach dort beim Freefall Tower. Oh, ich habe eine Idee. Oh, Leute, ist der da vorne? Shit. Oh, hinter die Rutsche. Lukas ist da hinten bei dem Baum. Wir verstecken uns jetzt einfach hier hinter der Rutsche, dann sieht er uns nicht. Ja, komm, ich würde sagen, als nächstes gehen wir mal hier zum Freefall Tower. So, Leute. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, ob hier jemand versteckt ist. Vielleicht irgendwo hier beim Freefall Tower, aber das wäre schon ein bisschen gefährlich. Das ist ein Hochspannungsversteck hier. Okay, Leute, ich glaube, hier ist auf jeden Fall niemand beim Freefall Tower. Oh mein Gott, Leute, er ist jetzt schon beim Freefall Tower. So, hier durch. Alter, ist das fett. Digga. Oh mein Gott, ist das fett. Okay, Leute, jetzt gehen wir hier mal vorbei an diesen ultra krassen Automaten und schauen jetzt mal auf jeden Fall hier hinten bei den Süßigkeiten vorbei. Oh, Leute. Ey, der Löwe, ich bin hier bei Löwe, Alter. Und Bro, hier gibt es ja mal richtig viele Süßigkeiten, Junge, Alter. Boah, Leute, ich glaube, er läuft wieder weg. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund checkt er jetzt hier gerade nicht die Trampoline. Lukas, du findest mich nicht. Lukas, du findest mich nicht. Richtig geil. Übrigens, hinten ist gerade die Tür nur zugegangen vom Chef, Leute. Also wundert euch nicht. Boah, Digga, schaut euch das mal an hier. Ich fetze jetzt erstmal die weg. Boah. Hey, das ist der Marvin! Ja, ich hab einen Durchsagen gemacht. Ich war gerade voll erschrocken, weil da ist so ein Löwe. Okay, wir schauen erstmal hier in den Räumen. So eine Küche. Alter, hier ist ein dunkler Keller. Ja, Bro, da wird niemand sein. Wir sind doch bestimmt alle im Spieleparadies, Bro. Was gucke ich dir überhaupt? Okay, also die Luft ist rein. Lukas war gerade eben hier, er ist jetzt nicht mehr hier. Das heißt, entweder wir merken uns das Versteck hier oder wir suchen uns jetzt was Neues. Ich glaube, es wäre jetzt sehr schlau, wenn wir jetzt irgendwo hingehen, wo er davor war. Lukas, du findest mich nicht. Oha. Oha, Leute. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal
hier gleich mal rein. Aber erstmal gehen wir hier mal zu der Riesenrutsche, Bro. Oh mein Gott. Digga, let's go. Wir gehen hier einfach mit Schuhen drauf. Normalerweise darf man das ja eigentlich nicht. Oh. Ey, von hier haben wir einen richtig guten Überblick. Leute, einfach Marvin. Was? Haben wir einfach eine Durchsage gemacht. Leute, ihr müsst jetzt mal alle meinen Kanal abonnieren. Für diese krasse Aktion sage ich euch, dass ich jetzt einfach den Song abspielen werde. Guck mal, das ist einfach Lukas. Hä? Oh! Alter! Da tut jemand meinen Song abspielen! Bro, aber ich weiß nicht von wo. Wir haben hier auf jeden Fall einen guten Überblick. Wir sehen hier eigentlich das ganze Spieleparadies. Und Leute, schaut mal, was wir jetzt sehen. Oben auf dem Vulkan ist niemand gewesen. Ich würde sagen, wir rutschen erstmal einmal runter. Oh! Ui. Leute, checkt jetzt auf jeden Fall den Burger Pommes Paulberger Merch ab. Streng limitiert, ihr wisst Bescheid. Psst! Hey! Ist das gut hier, das Versteck? Krank, Leute. Okay, das ist aber ein gutes Zeichen, wenn der andere Lukas mich nicht findet. Okay, das Versteck von Max ist echt nicht schlecht. Ich habe nicht so viel Glück beim Verstecke suchen. Er sieht mich nicht. Ey, ich veräppel den die ganze Zeit. Dann gehen wir mal hier in diesen riesen Kletterpalast, weil hier gibt es ultra viele Verstecke, glaube ich, Leute. 100%. Bro, ich weiß nicht, woher das kommt von Marvin, Digga. Überall sind die Lautsprecher. Okay, der geht hier hoch, nicht hoch. Jetzt gehe ich ganz schnell. Leute, so. Okay, Leute, ich gehe jetzt ein bisschen auf Risiko. Ich werde jetzt irgendwo hingehen, wo Lukas am Anfang war, weil da wird er dann eine gewisse Zeit nicht mehr suchen. Halt, stopp. Shit. Rutsch mal schneller. Ich rutsche gerade die Rutsche. Alter, Bro. Das ist geisteskrank fett hier, Junge. Zum Beispiel hier hinter dem Baum. Hier war er ja am Anfang. Alter, ist das heftig hier. Bro, wir haben hier so einen riesen Tempel einfach gefühlt. Bro, und Alter, gibt's hier viele Rutschen. Hey, Leontin, was machst du denn hier? Pass auf, Leontin. Alter, Marvin dreht völlig durch. Der hat hier das Mikrofon. Also, wo könnte ein gutes Versteck sein? LOL! Hier ist ein Bällparadies. Wusste ich gar nicht. Alter, hier oben einfach. Digga, wie krass. Gehen wir nochmal hier hoch. Ey, hör auf, Marvin. Langsam ist es nicht mehr lustig hier. Also, wir sind jetzt schon circa 10 Minuten versteckt. Ich bin mir nicht sicher, ob Lukas überhaupt schon jemanden gefunden hat. Aber das Baumversteck hier ist auch echt gut. Ey, was macht Leontin denn da? Der dreht ja völlig durch. Leute, ich gehe jetzt den Kram hoch. So. Nein! Ey, von hier oben sehe ich mit Sicherheit alles, Leute. So, jetzt schauen wir mal. Leute, irgendwo. Hier muss irgendwo jemand sein. Digga, da oben ist auch einfach so random so ein Krokodil. Ne, hier ist niemand. Also, die müssen sich irgendwo unterirdisch oder so versteckt haben. Ey, klaust du seine Schuhe? Ja. Alter, hast du einfach Leontins Schuhe geklaut? Ich tausche später gegen goldenes Ticket, falls du es früher findest. Smart, sehr, sehr smart. Okay, Leute, ich mach Durchsage. Oh. Oh. Ey, Marvin! Ich höre die ganze Zeit diese Durchsagen. Wo ist denn der? Also ich fühle mich gerade hier sehr, sehr gut in meinem Versteck, weil ich glaube, hier wird Lukas erstmal eine ganze Zeit nicht mehr hinkommen, weil hier war er ja am Anfang. Okay, okay, Leute. Also hier war auf jeden Fall niemand beim... Oder warte mal, hier hinten vielleicht?
Oh, hier wäre ein richtig starkes Versteck. Oh, fast drüber gestolpert. Ja, okay, okay. Aber hier ist auf jeden Fall auch niemand. Wir gehen jetzt mal hier durch. Hey, guck mal, da hinten ist der andere Lukas. Leontin jetzt hier gerade. Was macht der denn da? Ey, Leontin, versteck dich! Digga, ey, Leute. Ich muss mir ein Versteck suchen. Okay, Leute, guck mal. Alter! Oh, guck mal, hier bei dieser Riesengiraffe könnte auch jemand versteckt sein. Nee, auch nicht. Ey, so langsam. Bro, wo sind die denn alle? Leute, guck mal, was es hier einfach gibt. Einfach so viel Eissorten. Okay, Leute, ich muss... Komm, ich hab Bock, Digga. Ich fahr einmal die Rollrutsche runter. Let's go. Ich hab einfach Bock. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen einmal hier... Oh, Digga, auf die Rollrutsche. Oh, ah, aua, ich bin mit Popo drauf. Ah. Oh mein Gott! Hä? Oh mein Gott! Was? Was? Ja! Oh mein Gott! Was? Nein! Nein, Leute, Leontin hat das goldene Ticket gefunden. Es war unter den Bällen drunter. Das heißt, Leontin hat jetzt ein Extra-Leben. Oha! Und da hinten ist wieder Lukas, Leute. Okay, wir müssen jetzt hier richtig gut aufpassen. Ey, Junge, Leontin hat wirklich das Extra-Leben. Alter, Leute, ich habe einfach das goldene Ticket. Oh mein Gott, Leute. Ja! Ich würde sagen, wir genießen jetzt unser Eis und schauen mal Lukas zu, ob er nicht die anderen drei vor mir findet und ich das ganze Geld gewinne. Okay, so Leute, ich würde mal sagen, weil ich das goldene Ticket habe, setze ich mich jetzt einfach in den Fünfer-Tower rein. So, Leute. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben hier, oh mein Gott. Okay, Leute, wir haben hier auf jeden Fall, Digga, oh mein Gott, diese Würfel. 100% ist hier jemand, Leute. Okay, Leute, wir haben auf jeden Fall, Digga, oh mein Gott, diese Würfel. 100% ist hier jemand, Leute. Das war ganz vorsichtig hier in die Würfel reingehen. Ganz schnell, leck und leise. Ich setze mal ganz vorsichtig hier in die Würfel reingehen. Jetzt jemanden mal hier suchen, Leute. Oh, Digga, 100%. Ey! Digga, was ist mit dem Licht hier los? Oh, Leute, guck mal, der Turm hier ändert auch die ganze Zeit die Farben. Okay, Leute, ich werde jetzt hier mal wieder ein bisschen rotieren. Mal gucken, Leute. Da hinten ist Marvin. Aber ich habe keine Ahnung, wo Lukas gerade ist. Das ist nicht gut. Wir müssen ihn ja immer im Auge behalten. Hat jemand das Licht ausgemacht hier, oder was? So, Leute. Hä? Keine Ahnung, Leute. Aber hier auf jeden Fall im Bällebad ist auch niemand, glaube ich. Bro, irgendjemand hat hier das Licht gedimmt oder so. Zack. So. Der ist da. Und der ist da drüben. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Da kam gerade Lukas angelaufen. Oh, da hinten ist er. Ey, das war richtig knapp. Wir gehen jetzt mal schnell hin. Da muss ja jemand gewesen sein, Leute. Da muss jemand gewesen sein beim Licht. So. So, Leute, wir haben hier einmal den Chef. Genau, du hast das Licht gemacht, ne? Weil ich habe mich schon gewundert. Ah, okay, okay. Das schon, ich habe jetzt jemanden gefunden. Das war richtig knapp gewesen. Digga, ich habe das mal. Nein. Jetzt mal ein bisschen was. Wollen wir uns da hinten verstecken? Ich bring ihn. Warte mal, ich bring ihn. Aber warte, der kommt doch gleich noch. Also. Warte. Hallo, Lukas. Okay, Leute. Hallo, Lukas. Ey, jetzt hat Max auf jeden Fall die Durchsage. Bro, wo sind die? Von hier oben. Junge, ey, hast du Haarausfall oder warum sehe ich deine Kopfhaut so? Hallo, Lukas. Wo machen die Sprachdurchsagen? Ich sehe einen von hier oben. Hier, dort ist Lukas. Digga, Leute. Ja, wir gehen jetzt mal zu einem Trampolin hier, Leute. Hey! Leontin! Ich hab dich gefunden! Ey, das war ja voll. Digga, das war ja voll schlechtes Versteck. Ja. Hä? Ey, nein, das hast du nicht gefunden. Doch, hab ich gefunden. Ey, Bro, oh mein Gott. Okay, kannst du mir geben, du hast jetzt noch ein zusätzliches Leben. Oh mein Gott. Direkt hier. So, Alter, ey, als ob du das gefunden hast.
Okay, Leontin, darfst du dich noch einmal verstecken. Ja, nee, Max, er hatte das goldene Ticket. Okay, er ist gerade hinten bei den Trampolinen, Leute. Ich muss mich jetzt ganz schnell hier anders positionieren. Das ist hier sehr gefährlich, wo ich gerade bin. Okay, Leute, ich gehe jetzt erstmal ganz kurz, ganz zackig ein Eis holen. So. Lukas, es geht ja um 10.000 Euro. Deswegen bin ich bereit, jemanden zu verraten. Haribo heißt. Lukas. Du solltest dir mal das Klettergerüst etwas mehr anschauen. Das Klettergerüst, da war ich doch schon, Leute. Leute, das Klettergerüst, da war ich doch schon. Okay, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall nochmal rein. Hier unten dieses Mal, da waren wir noch nicht. Der Eingang hier. Boah, ist das ein fettes Krokodil hier. Bro, ey, das ist unnormal fett gewesen. Leute, das Ding ist, Marvin ist gerade ins Klettergerüst rein. Und das Gute ist, Lukas haben wir jetzt ein bisschen weiter weggelockt von uns. Ey, Max hat gesagt, ich muss mir das genauer anschauen hier. Digga. Ey, der prankt mich wieder komplett, der Paul Berger, ey. Genau, mach mal. Und? Komm, komm. Ja! 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 Ich hab gewonnen! So. Einmal über den Steg hier, Leute, ganz vorsichtig. So. Hä? Bro? Okay, Mikrofon habe ich jetzt erstmal wieder ausgemacht. Gut. So, sehr gut. Das heißt, im besten Fall, Lukas haben wir jetzt hier weggelockt und er ist gerade auf dem Weg zu Marvin. So, Leute, ich verstecke mich jetzt mal hier drinnen. Let's go. Ich lege mich hier hin. Hier sieht er mich eh nicht. So. Hier werde ich gar nicht gesehen. Ich bin gerade ein bisschen überlegen, hier wieder in mein OG-Versteck reinzugehen. Das war echt super hier, Leute. Aber vielleicht hebe ich mir das auch noch für den Schluss auf. Ganz schnell die Rutsche. Okay. Yeah! Oh. Ich habe irgendwas gehört. Mein Gott, das ist so cool. Boah, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt mal hier auf den Vulkan rauf. Ich kletter jetzt einfach hier hoch und dann chill ich wirklich da oben. Ich meine, ich habe es Lukas ja gesagt, dass ich von hier oben auf ihn runterschauen kann. Oh mein Gott. Wer ist da unten gerade? Guck mal, da unten läuft der. Oh mein Gott, ich glaube, der hat uns nicht gesehen. Boah, hier ist echt niemand versteckt, Alter. Das kann doch nicht sein. Außer du, Lukas! Junge, ich hab dich gesehen, Alter. Max hat dich verraten. Max hat mich verraten. Ja. Leute, ich glaube, der andere Lukas wird da gerade gefunden. Oh mein Gott, er hat den ersten gefunden, Leute. Ich muss jetzt hier ganz flach liegen, damit er mich nicht sieht. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, Lukas, alles gut? Alles gut, Bro? Boah, Alter. Warte, der ist auch hoch. Ja, sag was rein. Du musst dich... Duck dich. Lukas, du Dummi! Lukas, du Dummi! Ey, Junge, ich hör dich, Alter! Pack die Pommes in den Burger rein! Leontine, ich bin weg hier. Das ist mir zu heiß hier. Ey, was ich nicht verraten habe, ich habe die Drohne mitgenommen. Zum Cheaten. Hast du die Drohne mitgenommen? Ja. Sollen wir die jetzt wieder fliegen? Ey, lass mal die fliegen, weil Max hat gesagt, der ist irgendwo oben. Und dann sehen wir den von oben, weißt du? Safe. Ey, let's go. Wo ist die? Lol, hier hatten wir die. Lukas, schau. Hier habe ich die Drohne hingepackt. Hab schon wieder voll vergessen. Hab ich Bock. Ey, Max hat let's dich verraten, go. Hast du mir gesagt. Ja, Max hat dich verraten. Ey, lass jetzt direkt rumfliegen und den und Max mach suchen. Mach da so einen Suchmodus rein, dass sie Max suchen. Ja, mit Wärmebild ein bisschen. Die anderen sind wenigstens korrekt gewesen. Ja, das stimmt. 3, 2, 1, go! Wow. Aber psch, verrate das auf gar keinen Fall den anderen in den Kommentaren. Weil ich werde jetzt heimlich mit der Drohne finden. Okay, Leute, jetzt heißt es wieder verstecken. Ich gehe jetzt mal wieder in mein OG-Versteck rein. Das war echt gut hier gewesen. So, okay. Let's go. Ich glaube sogar auf real, Lukas hat das Versteck hier noch nicht gefunden.
Oh, oh mein Gott! Let's go! Ey, jetzt lass mal über den Vulkan hier einmal. Zeig mal hier. Boah, irgendwie nicht gerade, ne? Ah, doch, das ist Max? Ah, ne. Aber es ist doch ein Gorilla. Ey, okay, ich dachte, das ist Max. Mein Eis habe ich hier immer noch am Start. So. Dann hier die Treppen hoch. Hä, warte mal, setzt der gerade eine Drohne ein? Der cheatet doch voll, Leute. Ist doch voll unfair. Hä, da oben hat der eine Drohne fliegen. Okay, Leute, wir haben immer noch keinen gefunden. Ey, Bro, kannst du einmal... Ja, ja. Oder flieg übers Trampolin nochmal drüber. Zum Trampolin? Ja, ja, übers Trampolin, weißt du? Hat die Drohne da gerade auf den Turm angesteuert? Das ist jetzt meine Chance, eigentlich nochmal irgendwo anders hinzugehen. Ich muss irgendwo hin, wo ich überdacht bin. Wo ich diese Drohne nicht sehe. Oh mein Gott. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da jemanden finden werden. So. Ich sehe da keinen, Bro. Ich muss jetzt... Oh mein Gott, da kam gerade die Drohne. Oh mein Gott, Leute, da ist die Drohne. Und da sind die anderen. Oh mein Gott, ist das knapp. Das ist so knapp gerade. Ich bin hier wirklich genau in diesem toten Winkel von der Drohne und von Lukas. Oh Gott. Oh Gott. Ey, Bro, so langsam bin ich echt ratlos, Alter. Weißt du was? Ich habe noch eine Idee. Und zwar flieg nochmal. Ey, flieg mal durch, ja genau, durch diesen Ninja-Parcours, weißt du? Das? Ja, so von vorne rein und dann so... Ey, da bin ich jetzt richtig gespannt. Vielleicht sehen wir dann von oben jemanden in diesen Klötzen liegen. Eine Drohne fliegt. Über mir ist ja ein Dach. Man sieht er mich nicht. Oh doch, schlimm. Durch diesen Fenster da. Oh oh, das ist die Drohne. Die Drohne. Die Drohne, nein. Shit, hoffentlich sieht die mich jetzt nicht. Bro, hä? Was funkelt da so? Bro, warte mal. Was ist das? Ist das nicht Kannst Marvin? Du da näher ranfliegen? Ja. Hey, das ist doch Marvin! Oh mein Gott, Digga! Da ist die Drohne. Ich muss jetzt in das Tigermaul schnell reinrennen. Oh, oh mein Gott. Ah, ich hab dich, Junge! Hä? Ey, Bro, seit wann bist du da drin? Ja, ich hab mich da vorhin reingelegt. Da bin ich überall schon gewesen. Mann! Ey, Bro, ich hab eben schon hier durchgeguckt. Ich hab dich nicht gefunden. Okay. Okay, wir sind jetzt in diesem Tigermaul hier drin, Leute. Und ich glaube, hier sind wir auf jeden Fall sicher vor der Drohne. Verdammt, ey. Ja, die Drohne war krass. Ja, Mann. Ey, Marvin. Ja? Ey, wenn du jemanden jetzt verpfeifst, gebe ich dir was ab. Wie viel? 500. Ey, wie machst du? Sag's den Leuten, sie sollen mich abonnieren, ich sag dir, wo er heißt. Okay, Leute, abonniert jetzt alle mal Marvins Kanal, ganz wichtig. Jetzt sofort, ne? Ja. Okay, komm jetzt. Oh mein Gott, weißt du, wo jemand ist? Die gehen da jetzt rein. Nein. Ach so. Da! Ha, das ist Leontin! Hä? Da! Wo, Bro? Da! Okay, warte mal, ich muss ganz schnell hoch, Bro. Warte. Ey, leise. Okay, Leute, ich glaube, es wird nochmal Zeit für einen kleinen Wechsel hier. Die Jungs sind jetzt da vorne. Die gehen da gerade in dieses Hochhaus, in diesen Tower rein. Und da oben ist Leontin, das seht ihr vielleicht. Ich überlege jetzt gerade. Manchmal sind ja die offensichtlichen Verstecke die besten, ne? Und deswegen werde ich jetzt mal was Krankes versuchen. Und zwar, ich werde jetzt versuchen, auf dieses Krokodil oben drauf zu gehen. Wo ist der? Wo ist der? Junge, ist hier und hier. Digga, da war hier ein Schwab, alles ist hin. Ey, komm. Hä, Bro, so ist weg. Ey, das ist ein Schwab. Nein, Leute, ich hab ihn nicht gesehen. Hä? Alter. Hier oben oder was? Ach, ihr seid doch komm mit. Ja, okay, vielleicht. Zimmer, hier kann man auch nochmal hochgehen. So. Ahaha! Digga, Alter, ganz oben. Ich hab ihn, Marvin. Okay, Leute, okay. Wir gehen jetzt hier auf dieses OP-Versteck, auf das OP-Krokodil rauf. Ey, Leon zieht. Aber ich muss sagen, du hast auf jeden Fall lange durchgehalten. Tatsächlich fehlt jetzt nur noch Max, Digga. Aber wo ist der denn? Oh. Okay, Leute. Ich glaube, das ist hier echt das OP-Versteck, Freunde. Ey, warte mal. Kannst du den mal anrufen, eben Marvin? Der hat Flugmodus rein. Ich hab's schon versucht. Ach so, okay. Der hat sich auch noch so getarnt, ne? Ja.
Dass wir den nicht mal orten können, ey. Ich weiß sogar, wo der ist. Wo denn? Wo? Sag ich nicht. Oh! 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 Digga! Yeah! Oha! Hey, okay, Marvin, Bro. Nimm du mal kurz. Ja, ich mach mal kurz, ne? So, Leute, ich glaube, die haben alle gefunden. Ich glaube, ich bin der Letzte und ich habe hier noch ein bisschen Wasser und die müssten hier gleich rauskommen. Ja. Ey! Ja, okay, machen wir mal. Weißt du was? Kannst da oben warten. Wir gehen jetzt einfach mal weg. Ja. Kannst du dir morgen holen, ne? Leute, lasst ein Like da, kostet ein Abo. Ciao, ciao.